Jö, wir wollten uns umgucken, wo wir noch hinreisen können. Dazu müsste ich nur erstmal die andere Stelle finden. Und am besten merke ich mir auch gleich, wie man da hinkommt. Also von diesen Stellen aus Richtung Südosten? Sagt mir so bisher nichts, die Ecke hier. Ne, hier sind keine Ställe. Okay. Versuchen wir zurück zu den Stellen zu finden. Da. Also von den Stellen hier Richtung Westen vielleicht? Oh, Ginkerlitzchen. Geschlossen. Ginkerlitzchen. Ginker. Bestimmtes? Ein Verjüngungstrank. Das könnte später noch sehr praktisch werden, aber momentan nicht so wirklich. Extreme Energie. Fügt vorübergehend 20 zu primären Attributen hinzu. Für 115 Gold, na komm. Zauberpunkte plus 5. Der ist gekauft. Feenstab der Funken. Einhornstab des Zaubers. Welchen Zauber? Und Feuerfeenstab des Feuers. Aber 3500, nee, komm. Spezialitäten. Geschick plus 12, das ist ordentlich. Stärke plus 9, Charisma plus 12. Charisma plus 8, den kaufe ich mal. Plus 5 Stärke und Ausdauer, den kaufe ich auch mal. Müssen ja langsam ein bisschen ordentliche Ausrüstung uns zulegen, hm? Charisma plus 8 für dich. Hufeisen haben wir noch zum Verteilen. Kai. Wer braucht denn 4 Fähigkeitspunkte für irgendwas Schönes? Wassermeister später. Ja, Luft wäre auch noch ganz schick. Meditation. Sie braucht auf jeden Fall mehr Zauberpunkte. Also kriegt sie die mal. Zip. So. Die Knochen müssten wir echt mal loswerden. Auch wenn das ganz schön makaber ist, mit so vielen Menschenknochen rumzulaufen. Oder gerade deswegen. Aber ja, ich wollte einen Stall suchen. Also im Osten ist der andere Stall. Und ich gehe schon wieder nach Süden, ne? Noch mehr Kinkelitzchen? Nee, Alchemie. Nicht Alchemie. Du bist ein Alchemie. Hä? Irgendwas ist hier schief gelaufen. Intellekt plus 12. Wir sollten langsam ein bisschen Gold von der Bank abheben, ha? Panzerstiefel. Was hast du so? Plus 8. Krasner, plus 10. Ja, nee. Hier ist definitiv kein Stall. Nö, gut. Also, Ausgangsstall ist hier. Gucken wir mal nach Norden ein bisschen. Auch wenn da nicht wirklich viel ist, also macht es kaum Sinn, hier einen Stall hinzusetzen. Es gibt ja auf jeden Fall zwei. Ist komisch. Führt eigentlich die Straße hier hin? Ja, wenn wir schon keinen zweiten Stall finden können auf die Schnelle, dann gucken wir uns aber in der Umgebung ein bisschen um. Rockham. Okay, also ein kleines Dörfchen etwas außerhalb. Vielleicht finden wir hier neue Lehrer. Meister der Kondition. Das dauert noch ein bisschen. Aber gut zu wissen, dass er hier ist. Hallo, wie geht's? Magnete. Für 5 Goldstücke. Och, ich glaube, selbst wenn wir Magnet finden, würden wir ihn nicht für 5 Goldstücke Oh, verkaufen. hallo. Schön, dass du da bist. Knochen. 1000 Goldstücke. Sehr schön. Ganz, ganz viel Gold. Gib 8. Was? Oh. Was zur Hölle? Was bist du für ein Brunnen? Und ich will doch eigentlich nur Auge zaubern. Und Segen.
Wow, die schießen mit Feuerbällen. Na, wir halten ja richtig was aus. So, eine ist K.O. Du heilen sie. Feuerschützen. Also ich wusste ja, dass manche Brunnen vergiftet sind, aber das da ist schon interessant. Heilen. Zumal hier auch Zivilisten rumlaufen, ne? Versuchen wir einfach so hinzubekommen, dass die Zivilisten hinter uns sind. Ja, die ist gleich kaputt. Na komm. Jo, Nummer 2 K.O. Die ist auch gleich weg vom Fenster. Garstig, garstig. Heilen. Wo bist du? Da bist du. Ah, 140 Gold jeweils. Das ist okay. Vielleicht sogar ein bisschen wenig, wenn man bedenkt, dass sie mit Feuerbällen rumschießen. Okay, nur brauchen eine Heilung. Warte mal, hast du keinen Schutz vor Feuer? Könnte doch dezent helfen gegen so eine Feuerschützen. Heil Talana. Hast du gerade sehr knapp aus mit dem Feuerball. Gefrorenes Hochland. Nein. Komm schon, gewonnen. Ich habe langsam den Verdacht, dass nicht alle hier in der Falle beteiligt waren, sondern ein paar von außerhalb gekommen sind. Da im Nordwesten sehe ich nämlich dank unserem magischen Auge noch ein paar Gegner. Oh. Wir sollten uns langsam zurückziehen. Können wir uns hier irgendwo verkriechen? Da hinten ist eine Taverne. Lauf, 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 lauf. Garstig, garstig. Ja, wer bist denn du? Aber erstmal schlafen. Angenehme Treue, willkommen. Chadwick Blackpool. Temple Stone. Der Temple Stone in Freehaven ist kürzlich bis auf die Grundmauern ausgebrannt. Ach, das ist der leere Tempel, den wir gefunden haben. Als eine Gruppe von Mönchen versuchte, den heiligen Becher zu stehlen. Sie sind mit dem Boot nach Osten geflohen und niemand hat sie seither wiedergesehen. Okay. Nomination? Nun, du suchst nach einer Nominierung zum Kavalleristen? Ich war zu meiner Zeit auch ein tapferer Ritter. Ich habe mit König Roland in den Thronfolgekriegen gekämpft. Bloß jetzt bin ich zu alt, um auf dem Schlachtfeld noch von Nutzen zu sein. Es tut gut zu sehen, dass Osric die Tradition der Ritter in Ehren hält. Sag ihm, dass ich stolz bin, dich zum Kavalleristen zu nominieren. Und wenn er Ärger macht, schicke ihn höchstpersönlich mir vorbei. okay. Das war ein sehr einfacher Auftrag. Also wir laufen jetzt einfach zu Osric Temper zurück und sagen ihm, dieser komische Trunkenbold da. Der Mann wichtiger Ritter war, sagt, wir dürfen auch Ritter werden. Und tada, sind wir Ritter. Oh, achso, Talana sollte wieder. Schutze Feuerzaubern. Du da. Genau. Bist gleich kaputt. Oh, zweimal looten, sehr schön. Die anderen roten Punkte. Ich bin hier schon ein bisschen gespannt, was da für ein Dungeon ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein Ticken zu schwer für uns ist. Ich meine, wenn wir schon so lange hier draußen mit denen hier... Au, falsch halten. So lange hier draußen mit denen hier rumtanzen müssen, dann wäre das drin bestimmt noch schlimmer. Oh, Magier. Machen wir mal ganz kurz. Nein, nicht Blackshire. Obwohl doch Blackshire, davon haben wir was gehört. Beziehungsweise einer der Lehrer, den wir gefunden hatten, meinte, dass der nächste Lehrer, den wir brauchen, in Blackshire wäre. Und ich glaube, das war was Wichtiges. Okay, okay. Plan. Wir laufen zurück zu Osric Temper, holen die Beförderung für Gerogon
Und damit einhergehend wahrscheinlich ein, zwei Level. Dann geben wir noch ein bisschen Gold aus, weil wir gerade so viel bekommen haben durch die Knochen. Und dann reisen wir Richtung Westen nach Blackshire. Auch wenn wir idealerweise natürlich noch den zweiten Stall finden und von da aus vielleicht einfach das Pferd nehmen könnten, aber... Kann doch nicht so schwer sein. Da unten, oder? Ich guck nochmal ganz kurz. Ja, das sieht aus wie ein Stall. Sehr gut. Blackshire, passt perfekt. Also, unten ist ein Stall und in der Mitte beim Marktplatz ist der andere Stall. Wo war jetzt Osric Tempers Schloss? Das war im Osten, oder? Karte. Oh. Südosten. Ja, ist auch Osten. Das passt schon irgendwie. Tun wir noch ganz kurz Girugon. Oh, Kräuter aufsammeln. Das ist eine gute Idee. Vor allem die hier. Und ich denke mal, so in ein, zwei Stufen aufstiegen könnten wir auch mal anfangen mit dem Wurm-Experimentieren bei der Alchemie. Bis dahin müssten wir genug Lebenspunkte mit allen Charakteren haben. Dass selbst wenn mal was schief geht, dass nicht sofort alle ausgelöscht werden und für zigtausend Gold ausgeben, um die wiederherzustellen. Ah ja, alles schön Schritt für Schritt. Osric Temper, wir haben da was. Gratulation. Die Nominierung scheint dir möglicherweise nicht allzu wichtig, aber wir haben eine Tradition, der wir folgen müssen. Als Kavallerist musst du verstehen, dass die Traditionen und Werte der Bevölkerung verteidigt werden müssen. Ich bin hocherfreut, dich zum Kavalleristen zu ernennen. Kämpe. Der letzte Teil deiner Ausbildung wird die Erhebung in den Stand eines Kämpen sein. Ein Kavallerist ist ein tapferer und edler Krieger, aber ein Kämpe ist eine beständige Macht. Nichts kann zwischen einem Kämpen und dem Sieg stehen. Ganze Feldzüge wurden schon von der beispielhaften Tapferkeit und Entscheidungsfreude mächtiger Kämpen entschieden. Aber die Aufgabe, die die Beförderung dir abverlangt, wird schwieriger sein. Du musst einen mächtigen Feind besiegen, um deine Fähigkeit und deine Bestimmung unter Beweis zu stellen. Der einzige Feind, der würdig genug ist, ist der Mann, der nun als der Kriegsherr bekannt ist. Ein gefährlicher und starker Gegner. Er kommandiert seine Legionen böser Ritter, die normalerweise im Nordosten des Eiswindpasses stationiert sind. Besiege ihn und bringe mir einen Beweis für deinen Sieg. Deine Beförderung zum Campen ist dir dann sicher. Ja, das klingt schon mal sehr schwierig. Ja, wird also warten müssen. Das heißt, zurück nach Freehaven. Zum Geld ausgeben ist es langsam zu spät, oder? Nö, es ist gerade morgens, okay. Also, Geld ausgeben und dann zum südlichen Stall. Und von da aus nach Blackshire. Damit wir uns da ein wenig nach Lehrern umgucken können. Oh, ich habe ganz vergessen. Hier im Westen bei diesem kleinen Dorf, Rockham, oder wie das hieß, waren wir noch nicht in allen Häusern drin, richtig? Nee. Vielleicht gehen wir dann gleich ganz zu Fuß. Damit wir da nichts verpassen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt nicht zu den Häusern dahin gehe, dann werde ich es wieder vergessen und dann, ja. Stimmt, und die Beförderung sollte ich mir auch noch holen. Also den Stufenanstieg. Oh, eine Stufe für jeden. Was haben wir da Schönes? 7 Punkte. Du hättest gerne reparieren. Du hättest gerne... Eigentlich Bogen, ne? Okay, erstmal Meditation auf Meister und dann weiter. Weil es ist schon schick, einen zweiten Charakter zu haben, der ähnlich stark zaubern kann wie Talana. Nur halt nicht ganz so häufig. So, du hast 9 Punkte. Hast aber eigentlich meistens genug Zauberpunkte. Konditionen. Na komm, man kann nie genug. Oh, ich mach lieber mehr Schaden. Warte, so. Du. Meditation. So. Geld ausgeben. Hier waren doch irgendwo noch andere Händler. Also einmal der Flaschenhändler hier vorne. Geht es kaputt? Kaufen, 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 kaufen. Vielen Dank. Aha. So.
aus dem Brunnen trinke ich mal nicht. Ich habe da gar schlechte Erlebnisse gehabt. Waffen. Oh, das sieht schick aus. 900. Ne, 77. Ich kaufe mal zwei. Weil wir es uns leisten können und so. Außerdem gebe ich sie dem falschen Charakter. So, du verzaubern Schwert. Misslungen, wie jetzt. Du kannst misslingen. Das war nicht abgemacht. Also muss sie erst Meister werden. Okay. Müssten wir vielleicht nach Mist gucken. Mist ist ja die Insel der Magier. Da werden wir bestimmt Meister werden können. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg, weg. Spezialitäten. Naja. Bis zum nächsten. Die Sachen können weg. Was ist mit den Bögen hier? Aha. Präzisionsbogen, Zauberbogen. Zauberbogen ist besser. Aber hat unsere Schütze davon einen? Nein. So. Zauberbogen, Zauberbogen, Präzisionsbogen, Präzisionsbogen. Jo, Rest kann weg. Kannst du ja wenigstens deinen eigenen Bogen verzaubern. Ah, muss im Inventar sein. Okay. Vielleicht hätten wir sie doch nicht zur Alchemistin machen sollen. Das kann weg. So, dein Bogen passt dahin, okay. Nö. Wir können echt nur ganz paar Sachen verzaubern. Nicht so wirklich toll. Weg, 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 weg. So. Das Wasser ist mein Händler hier. Dann halt Richtung Westen die Häuser bei Rockham da unter die Lupe nehmen. Und ein, zwei Magieschulen noch besuchen. Spirituelle Magie. Die Magie Schutzengel, Tote auferwecken, Auferstehung, geteiltes Leben. 25 Punkte. Haben wir Tote auferwecken schon? Bin mir ziemlich sicher nicht, aber... Nee, okay. Den kaufen wir mal. Die Magie des Lebens. Ja. So, die Macht Tote aufzuerwecken. Schon mal schick. Sollte in keiner Heldengruppe fehlen. Also in dem Haus da drüben waren wir, glaube ich. Das war der Konditionsmeister. Hier war der Knochenkäufer. Da sind die verrückten Schützen. Oh, hallo. Oh, schön, dass hier war der Knochenkäufer, hier war gar nichts. Okay. Fehlt noch das Haus da. Genau bei dir. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Gerogarden. Goldene Pyramiden. 1000 Stück pro Pyramide. Hallo. Hallo, antike Waffen. Ein Mann kam vor nicht gar zu langer Zeit vorbei und berichtete, er hätte Erfahrung mit antiken Waffen. Waffen, wie sie seit der Zeit der Wunder niemand mehr gesehen hatte. Wir haben den Verrückten ausgelacht, ihm in den Hintern getreten und ihn ins Land, ihn aus der Stadt gejagt. Ja, der ist in Neusorpiga gelandet. Der wohnte etwas außerhalb. Litsche. Ha. Ja, nee. Litsche wollen wir uns erstmal von fernhalten. Und da ist die Taverne. Ja gut, dann haben wir alle Häuser hier abgeklappert. Wir wissen nur nicht so ganz, was hier jetzt noch für ein Kerker ist. Aber das können wir mal kurz angucken. Au, au. Der Mondtempel. Ja, nö. Das wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur weg, 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 weg. Gefrorenes Hochland? Nein. So, Norden ist gefrorenes Hochland, Westen ist Blackshire. Was zur Hölle seid ihr? Werwolf.
Oh, ach du. Lauf, lauf. Heilen dich. Hast du Gift oder Krankheit? Krankheit. Krankheit ist gut. Das können wir nämlich heilen. Wir brauchen unbedingt einen Gegengiftzauber. Du. Krankheit heilen. Riesenbärwolf. Gehst du wohl mal weg? Oh, da kommen ganz schön viele Geschosse angeflogen. Wow. Was zur. Yikes, yikes. Okay, Blickscheu, aber keine gute Idee. Keine gute Idee. Warum ist ein Zirkus? Sehr toll. Wo ist die eigentliche Stadt? Die ist ja meist sicherer. Dann wird der Straße folgen. Du heilen sie. Da ist eine Stadt. Oder zumindest ein Gebäude. Ah ja, gleich mehrere. Hussa. Also hier werden wir uns so schnell nicht umsehen. Was die Dungeon und Oberfläche angeht. Aber die Häuser können interessant sein. Allerdings suchen wir uns erstmal eine Taverne zum Ausruhen. Hier. Vorher allerdings speichere ich kurz ab und wir sehen uns gleich wieder.